Moin Moin YouTube! Wieder ein bisschen DevPro? Yo! Heute spiele ich Kettenbeschwörungsapparate. Und ja, mit den neuen Rang 4 Monstern, die herausgekommen sind letztens, Exitonritter und Silent Throne Arc, ist das Deck natürlich deutlich besser geworden, weil man deutlich bessere Options teilweise hat in diesem Deck, die man gehen kann. Oh, Wähler? Nein, Max C auch nicht. Gut. Nutzen wir den Infekt- und Rot-Apparat und Graham uns den nächsten Apparat. Denn jetzt kommt was. Nein. Irgendwas hat der Gegner. Aber was? Mir egal. Ich mag es eigentlich immer gerne, lieber für König der wilden Kobolde zu gehen. Weil, der Fisch kann gerne mal gewählert werden. Und der King of the Feral Limbs hat mehr Defense. Aber Getriebe Resix ist auch eine gute Karte, also. Im Endeffekt ist es eigentlich ziemlich egal, was kommt. Detachen wir mal und searchen dann. Ja gut, wir haben ja keinen. Den Birdman habe ich mittlerweile rausgenommen, weil wozu sollten wir noch hier für Black Rose gehen, wenn wir mittlerweile Exitonritter haben, der eigentlich, ja, das gleiche macht. So. Und dann ist der Gegner dran. Oh, Witch of the Black Rose. Ein Charakterdeck. Akiza. Ja, zieh eine Karte. Oh. Okay. Warte mal. Oh, Gallus? Nein. Oh, das ist der Birdman. Damit ist das OTK schon mal vom Tisch bei Gallus OTK und sehr schön. Gut. Weil man braucht Birdman plus Quacky Mirror Doom, glaube ich. Das ist, glaube ich, Gallus OTK, was der Gegner spielt. Und er zeigt da zwei Effekte Tragödie oder was? Ach, Black Rose. Möchtest du aktivieren? Ach, dafür habe ich ja den Wailer hier. Ist Gallus Level 3 oder was? Wow. Ist er wirklich 3? Ja, meine Güte. Mirror Force will ich das Ding nicht. Aber Lanzen. Wenn er Gallus spielt, spielt er auch Tragödie und alle möglichen hässlichen Hand Traps. Mein Problem ist, ich habe kein Kagetokage in der Hand. Kagetokage hätten wir jetzt für Nummer 104 gehen können, der einfach diese ganzen hässlichen Karten einfach, ja, aufgehalten hätte. Normalerweise spielt das Deck auch Handtraps, also es müsste ein Wailer oder, ja, da ist der Wailer, ein Effektverschleierin oder Max 10 in der Hand haben. Ich wundere mich die ganze Zeit schon, was er da macht. Mal gucken, ein Gords oder so? Nein. Na gut, dann lassen wir den Fisch auf dem Feld. Ich frage mich, was das Deck macht, wenn dann der Birdman weg ist. Also, da der Birdman jetzt auf 1 ist, ist es ja deutlich schwerer, die Combo zu spielen und... Ach. Gut, mit D-Alk kann man theoretisch den wieder zurückbekommen. Den möchte ich ungern Mirror Force, weil der mich sonst gleich wieder wailert. Gott, diese ganzen Gadgets. Deswegen habe ich die Regionalist so verkackt. Man zieht in diesem Deck, egal wie viele Gadgets man durchgegangen ist, immer nur Gadgets nach. Das ist unglaublich. Oh, Max T, ja. That's fine. Da machen wir nichts. So, gehen wir ganz normal für einen Angriff und dann kann er sich Effektverschleierin zurückholen und dann soll er damit Spaß haben. Ist ja doch was. Hätte ich bloß Limiter Removal jetzt. Oh, das im Damage Step, das hätte so weh getan. Oh, Win. Ach Gott, okay. Und er traut sich sogar im Angriffsmodus das Ding zu specialen. Schön, also dann gebe ich dir gerne den Draw. Wir haben ja jetzt die tollen neuen Karten aus Legacy of the Valiant. Und I don't care, wenn du jetzt eine Karte ziehst.
Wähler mich. Komm, come at me, Bro. Wähler mich. Dann ist der Wähler auch schon mal weg. So. Und ja, dann gucken wir mal, was du den nächsten Zug machst. Wissen die Mirror Force reinlaufen? Ich freue mich schon drauf. So, dann bist du. Weil er glaubt, glaube ich, dass die Backrow nix ist, weil ich sie die ganze Zeit nicht aktiviert habe und nicht benutzt habe. Ah, Collapse happened, okay. Ich will nochmal für den Black Rose gehen, will er für Rank 7 gehen? Das wäre mal interessant. Wir haben ja noch einen Junk Synchron oder sowas in der Hand. Bin mir überhaupt nicht sicher, was Gallus OTK spielt. Die Witch hat mich erstmal gedacht, dass das Plants sind. Oh, Kaius! No, nicht die Backrow! Dreckiger! Okay, ich glaube, ATK-technisch hat er noch nicht genug auf dem Feld. Ja gut, dann können wir ganz billig einfach gleich Dark Hole, Normal Summon Win machen. Ja. Aber gut. Er kann immer noch irgendeine Handtrap haben. Oh, Chain Summoning. Und ja, da ist die Verbindung auch gleich verloren. War glücklich, dass wir Dark Hole hatten, aber wir hatten auch wieder mal das tolle Vergnügen in diesem Deck ist wieder so schön viele Gadgets nachzuziehen. Egal wie wenig drin sind, ob da einer, zwei oder neun drin sind, du ziehst sie immer nach. Oder manchmal ziehst du überhaupt keine Anschauung, als ob sie sich versteckt hätten. Ja, das war mein Duell mit Chainsummoning Gadgets gegen Gallus OTK. Interessanter Bild. Chaos, sehr stark chaoshaltig. Ihr habt natürlich gleich den Birdman gemeldet, was natürlich gleich das OTK natürlich sozusagen aus dem Deck genommen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mal gegen mich spielen wollt, joint einfach mal ein Duell. Also ich mache andauernd, wenn ich spiele, dann halt im gewerteten Raum dann halt einfach Singleplayer an, wenn ich Aufnahmen mache. Und da könnt ihr einfach gerne mein Spiel joinen. Oder ihr könnt halt, wenn ihr ganz normal gegen mich spielen wollt, wenn ich ganz normal keine Aufnahmen mache, dann mache ich halt Matches auch im gewerteten Bereich. Und da könnt ihr dann auch halt teilnehmen, wenn ihr halt das entsprechende Deck habt. Können wir da auch ganz viel Spaß miteinander haben. Und ansonsten gehe ich manchmal auch einfach random in irgendwelche anderen Duelle rein, wenn gerade ziemlich viel los ist und es dann einfach keinen Sinn macht, selbst ein Duell aufzumachen. Ja, das war es erstmal von mir hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ja, tschüssi.